Zudem ist die Präsentation von Zeitschriften und Büchern in Repositorien weniger attraktiv, kennen wir sicherlich alle. Hallo zusammen, mein Name ist Ulrike Ostrinski und ich bin bei ZB Med für die Pressearbeit zuständig. Hier auf dem Kanal führe ich regelmäßig kurze Interviews zu aktuellen Themen von ZB Med. Und mein Thema heute ist ein neuer Service von Publisso. Und zwar bieten wir unsere Publikationslösung jetzt auch anderen Institutionen an. Unser erster Partner ist die Technische Universität in Dortmund. Und mein Gast dazu ist Dr. Katrin Höhner. Frau Höhner leitet an der Unibibliothek der TU Dortmund den Geschäftsbereich Digitales Publizieren und Informationskompetenzvermittlung. Hallo Frau Höhner, schön, dass Sie da sind. Ja, herzlichen Dank. Erzählen Sie doch mal, wie kam es dazu, dass Sie jetzt eine Publikationsplattform anbieten möchten? In der letzten Zeit gab es bei uns in der UB eine gewisse Nachfrage von WissenschaftlerInnen der TU Dortmund, Bücher und Zeitschriften herauszugeben. Zwar betreibt die TU Dortmund mit dem Repositorium Eldorado sehr erfolgreich eine Publikationsplattform, doch können Repositorien Redaktionsprozesse wie zum Beispiel Peer-Reviewing-Prozesse nicht adäquat abbilden. Zudem ist die Präsentation von Zeitschriften und Büchern in Repositorien weniger attraktiv, kennen wir sicherlich alle. Warum haben Sie sich für das Publisso-System entschieden? Also was ist das Besondere daran und was waren für Sie die entscheidenden Faktoren? Publisso erscheint uns als ein in die Zukunft gerichtetes System, weil es die Möglichkeit bietet, auch interaktive Elemente einzubinden. Konkret hierzu hatten wir bereits vor einigen Jahren Nachfragen, wie man Videos oder auch Tests für Studierende in Bücher oder andere Publikationen einbinden kann. Damals mussten wir unseren WissenschaftlerInnen mitteilen, dass es solche Möglichkeiten nicht gibt. Uns als UB erscheinen perspektivisch auch umfängliche Reviewing-Möglichkeiten wie das Open Peer Reviewing sehr attraktiv. Und nicht zuletzt ist es der UB Dortmund wichtig, dass die ORCID-ID unterstützt wird. Auch das bietet uns Publisso. Wir halten es zudem für effizienter, etablierte Services nachzunutzen, als eigene Instanzen zu betreiben. Und ZB Med als erfahrener Herausgeber von Zeitschriften und Büchern sehen wir da als sehr kompetenten Anbieter an. Das höre ich natürlich total gerne. Wie geht es jetzt bei Ihnen weiter? Wie sehen die nächsten Schritte aus? Zunächst einmal haben wir einen ersten Pilotpartner gefunden, der prüfen wird, wie die Reviewing-Prozesse in Publisso abgebildet werden. Parallel gehen wir auf weitere potenzielle Kandidaten zu, die sich für die Herausgabe von Zeitschriften, aber auch eben Living Books interessieren. Liebe Frau Höhner, ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und für die Einblicke, die Sie uns gegeben haben. Ich denke, ich spreche im Namen des gesamten Publisso-Teams, dass wir uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Ihnen freuen. Den Dank möchte ich erwidern. Bisher war es eine hervorragende Zusammenarbeit und ich freue mich auf die weitere. Herzlichen Dank nochmal. Mehr Infos zu allem finden Sie auf der ZB Med Website und natürlich in den Shownotes. Da habe ich alles verlinkt, was Sie brauchen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.